Welche Parteien gibt es in der Bundesrepublik Deutschland? Man muss dabei unterscheiden zwischen denen, die schon im Parlamentarischen Rat gesessen haben, 1948-49, und den Parteien, die später hinzugekommen sind. Die drei Parteien, die bei der Gründung der Bundesrepublik schon eine große Rolle gespielt haben, sind die Christlich-Demokratische Union und die Schwesterpartei Christlich-Soziale Union, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und die FDP, die Freien Liberalen. Die CDU-CSU steht in der christlichen Tradition, wie sie in der Weimarer Republik schon vom Zentrum gelebt wurde, wertkonservativ mit sehr, sehr prominenten Bundeskanzlern. Der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer ist hier vor allem zu nennen, aber auch Helmut Kohl, der Kanzler der Deutschen Einheit. Eine Volkspartei, die von Günter Banners von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch als Zeitgeistpartei eingestuft wurde, weil sie eben wechselnden Wählergruppen auch gerecht werden konnte. Die SPD, eine schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandene Partei, zunächst sozialistisch, dann immer sozialdemokratischer werdend und spätestens mit dem Godesberger Programm 1959 dann die Volkspartei. Eine klassische Arbeiterpartei, die auf Ungleichheit und die Stärkung des Sozialstaats setzt, wirtschaftlich auf den sogenannten Keynesianismus, enge Verbindungen zu den Gewerkschaften unterhält. Im Gegensatz zur dritten Partei, die immer so das Zünglein an der Waage war für die Regierungskoalition in Bonn, nämlich die FDP, die einem zunächst mit der CDU-CSU koalierte, später dann mit der SPD und dann wieder mit der CDU-CSU, also die Liberalen, die auf Freiheit in Wirtschaft, Recht und Kultur setzen, wirtschaftsfreundlich, enge Kontakte zu den Arbeitgeberverbänden unterhalten, Marktvertrauen in den Mittelpunkt stellen und als Wählerschicht immer wieder die Mittelschicht anspricht. Drei neue Parteien, Anfang der 80er Jahre zunächst die Grünen, heute Bündnis 90 die Grünen, die aus sozialen Bewegungen der 70er Jahre hervorgegangen sind, also Pazifismus, Ökologiebewegung, Anti-Atomkraft und auch heute noch Bürgerrechte in den Mittelpunkt stellen. Und man könnte aber auch sagen, heute so eine Tendenz zur neuen Bourgeoisie haben, also zur Mitte der Gesellschaft, Akademiker, die besser verdienen. Und deswegen eben auch das Etikett, was Robert Habeck, der derzeitige Parteivorsitzende, präferiert, ökologisch-liberal. Ein Begriffspaar, was von vielen kritisch gesehen wird. Die Linke aus der Sozialistischen Einheitspartei der Deutschen Demokratischen Republik hervorgegangen. Ebenfalls eine Partei, die soziale Ungleichheit in den Mittelpunkt stellt, die im Osten Deutschlands sehr stark verwurzelt ist. Eine ostdeutsche Protestpartei, könnte man auch sagen. Und die so ein bisschen die Unzufriedenheit in den sogenannten neuen Bundesländern sich zunutze macht. Schließlich die AfD, Alternative für Deutschland, 2013 vom Hamburger Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke gegründet, zunächst als Anti-Euro-Partei, später dann aber zur klassischen Ein-Thema-Partei geworden mit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 und in den Folgejahren. Inzwischen würde man sagen, rechtsradikal unterwandert. Also es gibt Splittergruppen in der AfD, die rechtsextreme Inhalte transportieren. Aber man kann nach wie vor davon ausgehen, dass es sich eher um eine Protestpartei gegen die Etablierten handelt. Deswegen benutzen viele auch im Zusammenhang mit der AfD den Begriff des Populismus, der aber in der Politikwissenschaft sehr umstritten ist.